Kein Konzept, Monetarisierung ist weg. Also wird es mich auch freuen, wenn ihr folgendes checkt. Gaming Cast und die Kids wollen mehr. Das ist Twitch. Also ich glaube, das müsste Dänemark sein. Ach, Norwegen. Ich glaube, das ist Schottland. Ach, Digga, Schatz, Alter. Ich sag, das ist Schottland. Tunesien. Ach, Bruder, da muss ich aber ganz dringend los. Das muss dann Korea sein. Ach, Japan, Korea ist doch die gleiche Ecke da. Ist das Holland, Digga? Luxemburg, ach, alles dicht daneben, Digga. Das sieht doch aus, Bruder, wie Irland. Das ist jetzt, glaube ich, ist das nicht jetzt Elfenbeinküste? Ach, Indien, Bruder, die sehen da alle, die machen alle Copy-Paste. Was ist das für eine Scheiße, Digga? Das ist Malta. Das weiß man natürlich. Streamer wie Knossi sind die InfluencerInnen der Online-Casinos, Werbeikonen des Zockens. Und auf Twitch hat sich eine Community gebildet, die ihre Glücksspiele live überträgt. Aber ist das eigentlich legal? Für mich gehört Online-Glücksspiel in Deutschland noch viel, viel schärfer eingeschränkt. Summe und neuen Ereignisse überschlagen sich. Gerade eben hat mich eine Eilmeldung von der Hugo-Kopie kein Konzept erreicht, in welcher er mir gesagt hat, dass der Fell-Off-Streamer Papa Platte sich nun auch dazu hat verleiten lassen, Slots zu streamen. Ja, let's go, wir haben 6 Cent gewonnen. Wir haben 1 Cent Profit. Let's go. Hey Kevin, ich habe dich immer als guten Kollegen, als Freund, als Streamer sehr geschätzt. Und ich bin wirklich sprachlos, ich bin krass von dir enttäuscht, dass du jetzt einfach Slots streamst. So, ich, keine Ahnung, ich habe mit vielem gerechnet, Mann. Also, die Sache mit Finn Kliman war schon krass, aber du hast dem ganzen Fass wirklich den Boden rausgesprengt. Scheiße, Mann. Hierzu hat sich nun auch die Streamerin Reefed geäußert. Noch vor einiger Zeit postete Papa Platte diesen Tweet. Wir hoffen, dass Kevin aka Papa Platte wieder zur Besinnung kommt und wir schalten zu Nico rüber. Willkommen zum Wetter. Scheiße, ist alles auf meinem MacBook. Männer werden zu Frauen, das ist gar kein Problem, Digga. Hashtag LGBT Army. Wir sind von der Hashtag LGBT Army. Ich gucke hier gerade ein Video von Rohans Mutter an, Digga. Das ist zu gut, Alter. Ach, blöden konnte ich schon immer ganz gut, Digga, die Alte. So wie mich vorhin beim Dings, beim Idiotentest gefühlt, Alter. Wie hast du eigentlich da abgeschnitten? Sehr gut sogar. Ja, echt jetzt? Nee. Und heute bin ich hier mit meinem besten Homie, aka Inscope 21, Nikolas Lazaridis. Komm jetzt, Bro, und lass uns ein... Sag, bester deutscher Entertainer. Ich bin hier mit dem besten deutschen Entertainer, Nikolas Lazaridis. Und bestaussehendsten. Fick deine Mutter. Blende jetzt so Applaus ein, okay? Erzähl mal kurz, was Wochenende war. Ich war... Labe nicht. Ich war außersehen sehr, mal wieder sehr dicht. Aber ehrlich auszusehen. Es war wirklich auszusehen. Ich wollte nur ein paar Bier trinken. Auf einmal 5 Liter. Ist das ein bisschen Alkoholiker? Ich trinke eigentlich gerade nicht so viel. Auf einmal 5 Liter. Man hat jetzt vielleicht von dir Vlogs gesehen, du hast ein bisschen weniger gestreamt und... aber jetzt mal kurz hier eine Frage. Was... Also, ich zum Beispiel frag mich hier... Weißt du? Nee. Was mit Alexa oder Freundin? Also was ist da die Frage? Es hat auch ein Thema, wo halt, wo Leute halt wissen, so da ändert sich halt auch gerade was bei mir so. Inwiefern? Ja, dass ich halt eine Freundin habe. Was ändert sich? Dass ich keine... Ja, es ändert sich einfach, dass nicht in jedem zweiten Stream eine neue Chaya mit am Start ist. Du hast ja auch nicht mit jeder irgendeinen Geschlechtsverkehr, mit der du gestreamt hast. Eine Sache will ich noch kurz sagen zum Schluss. Und dieser eine Mensch... Okay, ich glaube, ich setze hier den Schlusspunkt, oder? Haschen. Haschen. Ich habe mal eine Frage. Frag mal. Kann man hier eine Vape kaufen? Nee. Warum? Na, weil ich keine habe. Hast du vorhin schon noch welche? Ja, na, aber die verkaufe ich dir nicht. Warum? Weil die zu jung ist. Leichte Beute sind wir auf unserem Weg für den Teufel. Hier haben wir nochmal Zucchini hier. Bist du dumm? Das ist Sascha. Klopf ich die denn, Digga? Wie klopf ich denn jetzt, Chat? Mit der Hand? Das muss dünn werden, oder? Wieder mal kein
kein Konzept. Videos, die keiner checkt, check die Klicks. Ich mach Memes für die Kids. Stecke so viel Arbeit in die Videos, sieht man das? Sieht man das? Aktiviert die Glocke, damit die auch nichts verpasst. Meine Clips, so ein geiles Produkt. Täglich neue Videos, denn ihr kriegt nicht genug. Also abonnier kein Konzept oder Big Mac Bun, den